In diesem Video zeige ich euch, wie ihr die Quest von Yoda, dem Jäger der blutigen Finger, abschließen könnt. Während der Quest erhaltet ihr den Helm Eisenkaser, die kompletten Ronin-Rüstungsteile, die Waffe Nagakiba und die Kriegsasche Nebelraptor. Diese Quest könnt ihr wie viele andere im Spiel sehr einfach verpassen. Wenn ihr diese Quest verpasst, habt ihr normalerweise noch die Möglichkeit, die Waffe Nagakiba beim ersten oder zweiten Fundort des NPCs einmal aufzuheben. Aber die Kriegsasche und die Ausrüstung bekommt ihr nicht. Wichtig ist, dass wenn ihr Yoda vorm Ende der Quest einmal angreift und besiegt, dann bekommt ihr nicht dessen komplette Rüstung. Und als letztes möchte ich euch noch anmerken, dass wenn ihr Yodas Quest zum Beispiel angefangen habt, aber dann zum Berggipfel der Riesen kommt, bevor ihr zum Beispiel Schritte dazwischen gemacht habt, dann werden diese übersprungen und ihr verliert die Möglichkeit, die Kriegsasche zu bekommen. Als erstes trefft ihr Yoda einmal am ersten Fundort hier in Limgrave. Sprecht mit ihm und er wird euch vom Drachen erzählen, der die Ruinen im See heimsucht. Dieser Dialog ist optional. Ah, you must be the new Tarnished. You do well to steer clear of a Gill Lake, fledgling. Dragon. And it's as fearsome. Ebenfalls optional ist einmal den Drachen im See zu erledigen. Wollt ihr das machen, begebt euch einmal hierher zur Insel und der Drache wird aus dem Himmel erscheinen. Anschließend könnt ihr wieder mit Yoda sprechen und er wird euch von der Drachenkommunionskirche auf der Insel westlich von Limgrave erzählen. Nun müsst ihr zur Trüffelushöhle laufen. Wenn ihr zum ersten Mal dieses Gebiet betretet, wird euch Nereus der blutige Finger überfallen. Yoda wird euch bei diesem Kampf einmal zur Hilfe kommen, aber es dauert ein paar Momente, bis dieser einmal erscheint. Da mein Level ziemlich hoch ist für diesen Gegner, habe ich ein bisschen abgewartet, damit ich ihn nicht gleich besiege, damit Yoda einmal spawnt bzw. ihr das im Video einmal sehen könnt. Nachdem Nereus besiegt ist, habe ich einmal das Gebiet neu geladen und wieder mit Yoda gesprochen. Diese befindet sich nun etwas weiter dem Fluss hinauf unter einem kleinen Durchgang. Habt ihr den Drachen nicht besiegt, so solltet ihr Yoda am ersten Fundort wiederfinden, den ich ganz am Anfang als ersten Fundort im Video eben gezeigt habe. Ihr könnt hier wieder mit ihm einmal sprechen, er wird euch von seiner Jagd auf die blutigen Finger erzählen. Ah, we meet again. To have fought Nereus and live. You must have seen your share of battle. I am Yoda. Im nächsten Schritt müsst ihr zur Akademie von Rhea Lucaria. Um durch das Tor zu kommen, hebt einmal den Schimmersteinschlüssel der Akademie auf. Diesen findet ihr hier westlich der Akademie hinter einem schlafenden Drachen. Ihr müsst den Drachen nicht besiegen, um den Schlüssel aufzunehmen, könnt ihr aber machen, wenn ihr das wollt. Oder ihr reitet einfach hinter den Drachen, nehmt den Schlüssel auf und reitet einfach wieder davon. Mit dem Schlüssel geht es nun einmal zum Tor der Akademie und benutzt den einmal hier und erscheint dann auf der anderen Seite der Akademie wieder.
Aktiviert die Schnellreisepunkte am besten und lauft anschließend durch das blaue Torsiegel zum Ende der kaputten Brücke. Geht aber nicht zum Siegel hin und drückt die Aktionstaste, sondern lauft einfach durch. Ansonsten werdet ihr wieder woanders hin teleportiert. Wenn ihr einmal hier durchgelaufen seid, dann findet ihr ein rotes Aufrufungszeichen, bei dem ihr Jura eben helfen könnt. Willigt einmal ein, dass ihr helfen wollt und helft Jura nun eben die blutige Fingerassassine des Rabenhorst zu besiegen und ihr kehrt in eure Welt zurück und erhaltet dann die Kriegsasche Nebelraptor. Sprecht nun wieder mit Jura, der direkt neben euch steht, bis er nichts mehr Neues zu sagen hat und ihr werdet als nächstes im Aldus-Plateau sein. Oh, it's you. Thanks for your help there. That bloody finger was a thorn in my side. And now I'm finally rid of him. Here's a token of thanks. Geht nur zum Aldus-Plateau. Um dorthin zu kommen, habt ihr zwei Möglichkeiten. Einmal die zwei Medaillonhälften in Fort Hyde und Fort Fareth aufnehmen und damit zum großen Aufzug von Dektus gehen und ihr werdet dann zum Aldus-Plateau gebracht. Oder ihr macht es so wie ich im Gameplay und nutzt den Geheimgang westlich des Aufzugs bei den Ruinen übersehenen Abgrund mit dem Bosskampf am Ende, um einmal zum Aldus-Plateau zu gelangen. Wenn ihr im Aldus-Plateau seid, dann geht zur zweiten Kirche von Marika. Jura liegt hier sterbend auf dem Boden. Sprecht mit ihm und erhaltet dann nach dem Dialog die Naga Kiba. Eleonora wird nun spawnen und euch angreifen. Besiegt sie einmal, um ihre Waffe und ihre Kristallträne zu erhalten. Falls ihr Juras Quest nicht gemacht oder verpasst habt oder Eleonoras Waffe wollt, dann sollte diese Invasion spielbar sein, nachdem ihr einmal beim Berggipfel der Riesen wart. Im nächsten Schritt der Quest geht es nun zum Berggipfel der Riesen. Um dorthin zu kommen, müsst ihr zwei große Runen haben, um die Hauptstadt Lyndell zu betreten und dort dann die Bosse zu besiegen, um aus der Stadt zum großen Aufzug von Roll zu gelangen. Im Berggipfel der Riesen angelangt, reitet nun zum ersten Schnellreisepunkt nach dem Aufzug. Jura steht hier neben der Gnade. Sprecht ihr mit dem NPC, dann erfahrt ihr, dass Shabriri sich nun diesen Körper einmal angeeignet hat, beziehungsweise Jura hat einmal diesen Körper an Shabriri überlassen. Why the long face? I fear that you were previously acquainted with this vessel. Well, that is most unfortunate. For he is dead. Ihr müsst euch nun entscheiden, welches Questende ihr wählen wollt. Entscheidung Nummer 1, ihr erledigt Shabriri, greift Shabriri hier nun einmal an und besiegt ihn und erhaltet einmal das Eisenkasa, die Ronin-Rüstung, die Ronin-Stulpen und den Ronin-Beinschutz. Ja, Entscheidung Nummer 2 ist, folgt dem Wunsch von Shabriri und nehmt die rasende Flamme in euch auf. Geht dafür in die Kanalisation von Lyndell, besiegt Moog und meistert den Parcours zur rasenden Flamme und lasst euch von den drei Fingern verbrennen.
Aber Achtung, wenn ihr dieses Questende wählt, dann könnt ihr nur noch das rasende Flammenspielende bekommen, außer ihr werdet die rasende Flamme mit Mikaelas Nadel vorm Ende einmal los. Ich zeige euch nun einmal den kompletten Weg zur rasenden Flamme. Habt ihr die rasende Flamme aufgenommen und kehrt danach zu Shabriri zurück, dann wird hier nur noch die komplette Rüstung und der Helm am Fundort aufzufinden sein. Ja, das war Juras komplette Questline. Ich hoffe, das Video konnte euch helfen und bis dann!